Gut, dann begebt ihr euch mit den Freiwilligen und zwei, drei Ruderbooten wieder zurück auf die offene See, auf das blutige Meer. Ja, Jalan ist selbstverständlich an Bord geblieben und unterhält sich hier mit Nerjan Kumert von Nersand Hinterbruch als Geisel. Die anderen steuern wieder auf die Arche zu und Romilly, du kannst jetzt vor dir aufragen sehen, ein gigantisches Schiff, was den menschlichen Dimensionen zu spotten scheint. Gotterlässig ragt es auf. Und ja, direkt vor dir die riesige Maulgrotte, die aktuell geschlossen ist. Aber du hast auch schon Geschichten gehört, dass dieses Ding sich jederzeit öffnen kann und mit riesigen Zähnen Schiffe zerbeißt, zerteilt, kaut. Denn die Gerüchte sind stark, auch in Festum. Auch wenn man nicht wirklich viele Dämonenarchen gesehen hat. Na gut, in Nersand gibt es einige Sichtungen mehr, aus irgendwelchen Gründen. Aber die Beiboote werden gar nicht in Richtung der Maulgrotte fahren, sondern auf der Rückseite sich den Bootsdock widmen und dort eine kleine Öffnung dann, ja, werden sie anlegen und dann stehst du im Inneren des Bootsdockes. Hier tropft es von den Wänden. Grüner Schleim überall um dich herum, schwarze Bröckchen, Wasser, was dir bis zu den Knien steht und Archenkäfer, die hier herumlaufen. Kleine Käfer, ungefähr, ja, sowas wie Borkenkäfer, die normalerweise auf den Baum sitzen, die transportieren hier Harz von der einen in die andere Richtung, verschwinden in Löchern, krabbeln und wuseln. Du kannst auch einige fette, feiste Maden sehen, die hier, ja, ertrunken auf der Wasseroberfläche schwimmen. Das ganze Schiff stinkt widerlich nach Erbrochenem, nach Umwasser, nach Tod. Schleimig, schimmelig. Und als ob es ganz normal wäre, betreten die anderen dann wieder ja, dieses Bootsdock, verlassen die Beiboote nach und nach, als ob sie hier schon seit einiger längerer Zeit wohnen. Wenige Stunden reichen schon aus, dass man sich hier dann ja, nicht zu Hause oder heimisch fühlt, aber dass es bekannt wirkt. Halt mir einen Ärmel vor die Nase, um den Geruch doch zumindest ein wenig zu dämpfen. Ja, das funktioniert natürlich, aber ja, wenn man hier wirklich länger bleiben sollte als Freiwillige, dann zieht das natürlich auch in die Kleidung, es zieht in die Haare. Das wird sehr unschön, die Reise, aber wenigstens ist Festum nicht ganz so weit entfernt. Und neben dir dann natürlich auch die anderen Leute, die sich genauso angewidert umdrehen, immer wieder die Wände betrachten, als ob sie sich gleich zusammenziehen. Du kannst es spüren, wie es pulsiert, die Wände, wie sie leben, das Holz arbeitet. Und du kannst es auch hören. Ein Herzschlag, leise, dumpf. Schau mich irritiert an. Interessant und beängstigend zugleich ist ja doch ist, aber ein Herzschlag so laut? Mein Wie dann zu den der. anderen. Was ist das? Ein Herzschlag wie der einer liebenden Mutter. Das sind die Archen. Sie sind eine Verschmelzung, wurde mir erklärt, aus anderweltigen Wesenheiten und Schiffen werden. Ich weiß nicht, ob man es geboren werden nennen kann, aber bauen kann man eine Arche nicht. Ihr wollt mir jetzt erzählen, dass sie eine Art Eigenleben haben. Ein Eigenleben und dieses Pochen ist in der Tat ein Herz. Ah, höchst interessant. Doschek, der Erzbibliothekar, stellt sich mal an diese Wände hier heran und kratzt ein paar Käfer ab, tut sie sich in verschiedene Täschchen, die er mit dabei genommen hat, ein paar Reagenzgläser, die er dann verstopft mit Archenharz, mit Unwasser und ist hier gerade sehr glücklich, dass er hier, na, was heißt glücklich? Er, sein Forscherherz lebt gerade und bleibt wohl erstmal hier. Den scheint der Rest der Arche noch nicht zu interessieren. Wir vermuten, dass eine Arche am schnellsten getötet werden kann, indem man ihr Herz vernichtet. Allerdings, nun, ihr habt die Ungetümer ja vielleicht schon einmal in einer Erzählung beschrieben bekommen, dort das Herz zu finden. Und es ist wahrscheinlich immer irgendwo im Zentrum des Schiffes. Das ist eine Aufgabe für sich.
Also ihr habt es noch nicht gefunden? Wie lange seid ihr schon auf diesem Monstrum? Nun, jetzt seit mittlerweile 2 Tagen. Nee, das stimmt nicht. Ihr seid, wir haben immer noch den 3. Zar, spät nachts, also so 22 Uhr. Und ihr seid heute Morgen um 4, um 6 seid ihr auf die Arche gekommen. Noch keinen vollen Tag. Ja. Deswegen ist es auch ganz gut, wenn ihr uns helft, einmal hier das Schiff zu sichten. Aber ich muss euch warnen, als wir gebordet sind, gab es hier einige Wesen aus den Tiefen und einige verbleiben noch an Bord. Die sind in etwas wie einen Schlaf verfallen, aber nun, provozieren oder aufwecken solltet ihr sie nicht. Vielleicht Fiona ist von dort hier. Sie ist unsere neu ernannte Geschützmeisterin. Vielleicht würdet ihr die Truppen des Korvettenkapitäns herumführen? Natürlich. Wie der werte Ephadaios schon sagte, fasst hier am besten nichts an. Ich gucke auch mal auf den eifrigen Bibliothekar, Forscher, der dort sich gerade am Schiff zugange macht. Ja, kratzt irgendwas ab mit ein paar Messerchen, die er dabei hat, eine ganze Schatulle, die er rausholt und scheint sich nicht zu beirren. Auf eure Verantwortung. Nun, dann kommt mal mit. Ist Wartenberg auch dabei? Ja. Muss ich noch holen. Ja. Mit. Oder wenn ihr das Oberdeck einmal sehen wollt, würde ich es euch gerne zeigen. So ein Schiff sieht man nicht jeden Tag. Ich begleite euch. Zeigt mir das Schiff. Ja, dann stellt doch einfach mal Romilly euer Schiff vor. Immerhin gehört es euch und ihr könntet hier aus. Wo wollt ihr sie langführen? Und was erzählt ihr? Also natürlich erstmal das, was was sozusagen mein Bereich ist. Ich würde ihr erstmal unsere Waffen präsentieren, würde mir dafür auch sehr lange Zeit lassen, würde natürlich auch immer wieder betonen, dass wir eigentlich viel zu wenig Geschütz haben und quasi überhaupt nicht nachladen könnten, richtig, und dass das hier alles sehr unterentwickelt wäre, einfach auch in Bezug auf die Herren, die dabei sind, damit nicht irgendeiner doch ankommt und uns irgendwas davon wegnehmen will. Also ich möchte es alles so formulieren, dass auf jeden Fall ersichtlich wird, wir könnten noch das Dreifache davon haben und es wird immer nicht reichen. Ja, dann tu's doch bitte. Also geh die Treppe mit dir nach oben und führe sie auf dem Zentraldeck umher oder in der Waffenkammer. Mach es. Okay. Oh, wo sind wir denn jetzt gerade? Ach, da unten. Ich bin echt ein bisschen überfordert, weil ich die Räume nicht alle im Kopf habe, weil ich auch einmal nicht da war. Gut, wo haben wir sie denn da? Nun kommt mal mit. Ich nehme an, ich habe ja nicht nur sie dabei, ich habe alle dabei, richtig? Ephadaios entführt den Wartenberg, aber genau. Ansonsten kommen wahrscheinlich alle bei dir mit. Du machst ja die lange Tour. Ich habe den Brintigian weggezogen, egal. Ja, Brintigian geht wieder lesen und Jalan ist nicht da. Gut, ja. Alle anderen, hier lang. Und, ja. Was irritiert ist ja bei der 9 anfangen, weil die Maulkorte ist doch eigentlich bei der 1, deswegen. Ja. Nun, wie ihr sehen könnt, das Schiff kann sich ändern, je nachdem, wer sie gerade führt. Wir haben beispielsweise hier einen neuen Durchgang. Ich würde Ihnen dann mal den zeigen, den Ephadaios gerade geschaffen hat, weil das sozusagen das Neueste ist. Würde da auch hochgehen. Ich glaube, Ephadaios hat bisher 2 wesentliche Veränderungen gemacht. Und du weißt nur von der einen. Das ist, ich weiß auch von dem Durchgang, oder? Von dieser Treppe. Von, genau, die Treppe, die du gemacht hast. Genau, weil die befindet sich hier nach oben. Siehst du meinen? Genau, die befindet sich hier nach oben, die hat er geschaffen. Und er hat jetzt ein paar Wasserleichen hier in einem Hohlraum, aber davon weißt du nichts. Die ist ja auch mit Wasser voll, also da kann ich eh nicht rein. Genau. Oder ist der, ja. Genau, also vielleicht würde dir auffallen, dass da mal was war, dass dort ein Raum sein müsste.
Kannst auch gegenklopfen, nee, da war sie noch hören, dass da was drin ist. Da war okay. Sie noch nie. Nee, genau, da war ich noch nicht. Also maximal bis zur Arena und Ragnar ist dann hier hingegangen, ist dann umgedreht und hier dann rein. Also ja. Ihr seid hier angekommen, jetzt kannst du ihr irgendwie diesen Weg hier zeigen, gerne auch die Maulgrotte und dann gehst du hier die Treppe wieder hoch. Also tu es bitte aktiv. Ja. Nun, wenn ihr euch hier die Räume anschaut, schaut mal hier rein. Ich würde sie dann mal in die Acht mitnehmen. Wo ist sie denn da? Nun, generell muss ich dazu sagen, hier gibt es überall diese Käferviecher. Lass dich davon bitte nicht beirren, ebenso von dem Gestank. Es ist schon seit wir hier sind so. Dadurch, dass dieses, dieses Getüm mehrere Ebenen hat, ist es auch schwer möglich, irgendwas von frischer Luft hier reinzubekommen, geschweige denn durch ihre ganze, Verdorbenheit. Man könnte doch sicherlich einfach in die Außenwand hacken, wenn es weit genug oben ist, sodass kein zusätzliches Wasser reinläuft, oder? Nun, man kann versuchen, hier Dinge wegzuhacken. Ich bin am Anfang durch ein Art Loch gefallen und war dann in der Dunkelheit drin. Ich habe versucht, mich freizuhacken. Man hat kaum eine Chance, da das Schiff, wie schon beschrieben, ein gewisses Eigenleben hat. Natürlich wird es gesteuert durch dieses schwarze... Lassen wir das. Nun ja. Es wird jedenfalls gesteuert momentan von uns. Und dadurch ist es erst möglich, sich hier so zu bewegen. Am Anfang bin ich auch in eine Art Arena gefallen, zu der wir gleich noch kommen. Aber hier entlang. Dann gehe ich mit euch die Treppe wieder hoch und gehe dann dort zu. Ja. Höhe ist es denn jetzt passiert? Das ist hier unser Eingang. Da. Danke, Frossi. Nun, folgt mir bitte hier lang. Und dann würde ich Richtung Arena gehen, die einfach weiterziehen. Geschweige denn, man kann da gar nicht lang gehen, wo hier die. Also, wenn ihr durch die Gänge geht und Fiona wohl in die Richtung abbiegt, dann kannst du sehen, wie hier wohl ein großer Götze steht. Eine Art Frosch, du bist dir nicht ganz sicher, wulstige Kröte eher. Eine verquere Mischung aus Kröte, Mensch, aber definitiv göttlich dargestellt. Daneben schimmern ein paar, das sind wohl Petrylsteine. Du kannst einige Seeschlangen erkennen, die hier wohl sehr archaisch herausgeschlagen worden sind, die dann von Algen leuchten. Einen erwürgten Wal. Es ist definitiv unglaublich ketzerisch und das ist wohl ein Schrein der Charybdorot. Nun, wie ich schon beschrieb, dieses Ding ist durch und durch böse. Aber für euch bestimmt interessant, dort nochmal dem Gelehrten dorthin zu gehen. Wollt ihr eine Abbildung machen oder können wir weiterlaufen? Der Gelehrte ist immer noch unten im Bootsdock. Ach, der ist immer noch am... Ja, genau, du hast nur Leonardo den Großen und Alexei bei euch und der Leutnant wird in seinem Logbuch weiter mitschreiben und die Feder fliegt über das Papier. Sehr gut. Ja, dann geht's hier weiter... Haltet euch am besten die Hand vor die Nase, es stinkt. Weil ich nehme an, der tote Krakenmaul ist immer noch da, oder? Klar. Oder, ja. Ja, ich weiß nicht, ob das Schiff den irgendwie inzwischen verschluckt hat durch Evanaris. Also, du kannst sehen, wie hier wohl irgendjemand Tentakel zerrupft hat, zerhackt hat. Ja, am Ende, da hat wohl irgendjemand was rausgeschnitten mit einem scharfen Instrument. Ragnar hat vielleicht wohl damit Essen gemacht oder so. Ja. Dieses Ding dort, das ist ein Krakenmaul. Kenne ich auch schon eine ähnlich abgewandelten Form aus meiner Heimat. Die sind relativ leicht zu bekämpfen, man hackt sie einfach kaputt. So ein bisschen die Axt tätscheln, die ich an meinem Gürtelgart hänge. Nun, falls ihr sowas schon mal gesehen habt, wollt ihr es anfassen? Lieber nicht. Das überlasse ich doch lieber den gelehrten Herren oder den... sich im Kampf mit diesen Kreaturen messen wollen. Traut euch ruhig, er ist tot. Ich habe ihn getötet.
Ja, das Wasser hat auch so eine leicht grünliche Färbung angenommen. Kommt schon, seid nicht feige. Weitere Bröckchen, die hier herumschwimmen. Von dem Molch ist wirklich nicht mehr so viel übrig. Du kannst noch den Korpus wohl erkennen, aber die Tentakel liegen überall zerfetzt an den, ja, an den Wänden, auf den Teilen der Arena-Bänke, und da hat wohl irgendjemand richtig gewütet. Und was sie auffällt, ein Rucksack, der dort oben hängt. Was auch immer der für eine Bewandtnis hat. Nun. Hat euer Freund sich denn noch einen kleinen Snack vor seinem Tod gegönnt, oder wessen Andenken hängt dort? Ich habe keine Ahnung, dieses Ding. Das ist deiner. Es hat sehr viele. Das ist deiner. Dein Rucksack. Oh, Moment. Ja, ich gehe mal hin und nehme ihn mir. Nee, der hängt so, dass du da nicht rankommst. 3 Meter Höhe. Kann mir mal einer helfen, jetzt wo wir schon mal hier sind? Guck mal, fragend in die Runde. Hallo? Leonardo, gefällt das nicht. Ihr schafft es, mich hochzuheben? Dann sollten wir drankommen. Ja, ich heb's mal hoch. Ja, willst du irgendeine Probe, Körperkraft oder so, oder? Ich denke, das sollte gelingen zu zweit. Ja. Ja, dann heb ich dich hoch. Versuche ich, den Rucksack an mich zu nehmen. Vorsichtig. Ist mein Haare gut. Wie heißt du nochmal? Amelie. Amelie, ich bin Fiona. Hat nicht richtig vorgestellt, aber was sollen die Manieren schon, nicht wahr? Ja, in der Tat. Nun, wir sollten vielleicht mal weitergehen. Ja. Dann geht's weiter. Durch die Gänge zurück, durch die wir gekommen sind. Vermutlich die Treppe nach oben. Genau. Ja, da sieht man ja auch, dass dann was Elphadas geschaffen hat, und nicht die Treppe. Oder? Richtig, das Treppenhaus. Ja. Hier, das hat Elphadaios gemacht. Er hat es selbst geschaffen. Sieht gut aus, nicht wahr? Perfekt. Ich muss sagen, er hat es ziemlich schnell geschafft, sich mit diesem Ding jetzt zurechtzufinden, Gott sei Dank. Ich meine, kann man immer gebrauchen. So, und nun hier lang. Und dann würde ich sie mal an meinem Schlafzimmer oder an meinem, sagen wir, provisorischen Schlafzimmer vorbeiführen. So. Ja, die eine oder andere Tür, oder an der sie dicht und vorbeiführt, du kannst auf der linken Seite jetzt einen riesigen Widderschädel erkennen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, kannst du Zayat lesen? Nein. Dann sind das sehr dämonisch aussehende Symbole, Zeichen, und gemeinsam mit dem Widderschädel erinnert das dich dann doch wieder sehr stark an die Niederhöllen, aber na gut, alles, was hier irgendwie existiert, ist sehr götterlästerlich. Ich wollte gerade sagen, göttergefällig sieht anders aus. Richtig. In der Tat. Nun, dann werdet ihr auch gleich ein paar Leute der Mannschaft kennenlernen können. Ja, und dann geht's da in die 16. Für die Tischen, wo die Leute sitzen. Ja, hier duftet es mal angenehm nach Essen. Schon sehr fischig, also das, was hier zubereitet wird, ist wohl irgendwie aus dem Meer gekommen. Und die Männer, die hier sitzen, teilweise auch nicht sitzen, weil sie oben an der Bewaffnung stehen, aber einige kannst du hier finden. Du kannst auch sehen, wie hier wohl einer verletzt auf dem Tisch liegt, ein sehr junger Mann, der hier gerade verarztet wird. Und man schaut euch dann sehr interessiert an, und die Gespräche werden dann beendet. Ja, auch ich schaue mir die Besatzung einmal neugierig an, ob sie wirklich nach normalen Menschen aussehen oder auch eher in die Niederhöllen gehören würden. Ja, also du kannst hier ein sehr großes Sammelsurium erkennen, wohl einige Novadis, die hier herumsitzen.
Mittelreiche, definitiv. Du kannst auch einige Bornländer kennen. Die sind dir jetzt in letzter Zeit ein bisschen häufiger untergekommen, dadurch, dass du aus Festum kommst. Eine weitere Torwalerin, die sehr martialisch aussieht. Hinten steht noch irgendwie in der Küche ein anderer Torwaler, allerdings sehr schlaksig, und daneben hopst wohl eine kleine Kreatur herum, die dich leicht an einen Menschen erinnert. Zumindest sieht sie nicht sehr niederhöllisch aus, sondern verwachsen. Hopst darum. Look here. Ja, das ist die etwas zusammengewürfelte, ich nenne sie mal Crew. Eine interessante Mischung. Wer oder was ist dieses Wesen? Ich habe noch nicht so richtig durchschaut. Es hat auf jeden Fall etwas mit dem Chorgeweihten zu tun gehabt und naja, lassen wir das. Nun, hört mal her. Das hier ist Romilly, wahrscheinlich wird sie eine längere Zeit bei uns bleiben. Willst du auch irgendwas sagen? Okay. Guck Romilly an, also willst du mit ihm reden? Nein, erst einmal noch nicht. Du brauchst keine Angst zu haben. Die sind gar nicht so schlimm, wie sie aussehen. Also sie stinken ein bisschen, aber das liegt halt auch hier an den Dünsten und so. Nun, ich fürchte, auf diesem Schiff wird alles stinken, das einige Stunden hier verweilt. Ja. Ich will es nicht zugeben, aber ja. Nun. Weitermachen, weitermachen. Wedeln mal so ein bisschen ab. Zu denen kommen wir allerdings später nochmal zurück. Jo, dann wieder zurück und zum Treppenhaus. Weil bei dem anderen ist ja eine Wand vorgemacht worden. Und dann die Treppe hoch. Ja, hier kannst du sehen, dass hier wohl eine Art Baum nach oben wächst. Aber er sieht chaotisch, verunstaltet aus. Die eine Seite schwarz, knorrig, borkig und einige ja, Kanten, die hier wohl rausstehen, an denen man sich sehr ungünstig schneiden kann. Die andere sieht gesund aus, möchte man fast meinen. Ein gesunder Baum, der hier nach oben wächst, auf der einen Seite sich so ein bisschen spiralförmig nach oben windet. Nee, wir sind hier. 24. Achso, die anderen sind nach oben gegangen. Wer war das? Epidamus. Genau, einfach raus und warten weg. Ja, und aber eine weitere Treppe nach oben und ein offenes Portal, was nach draußen führt. Frischer Wind, der dir entgegenweht. Kalt, es ist alles sehr dunkel. Und du kannst von draußen Stimmen hören, die sich da wohl unterhalten. Aber es ist frische Luft. Einmal tief durchatmen. Oh, faszinierend. Der Baum. Das habe ich noch nie gesehen. Romilly fährt vorsichtig mal über die gesunde Rinde. Nun, das wundert mich nicht. Ich bin auch nicht sicher, ob ihr es ja öfter sehen wollt, wenn ihr genau wisst, was ist hier, womit ihr es hier zu tun habt, sagen wir es so. Und Nun, klärt uns auf. Leonardo möchte wissen, ob es hier irgendwelche Schätze gibt. Schätze. Seht euch um. Habt ihr Schätze gesehen? Nun, bisher nicht, aber ich vermute, dass Leonardo noch einige Kanonen mitnehmen kann, nicht wahr? Die brauchen wir. Ihr müsst Leonardo würde das sehr wissen. gefallen. Ja, das bedenke ich mir, aber Leonardo dürfte sicher auch bekannt sein, dass man sich selbst verteidigen können sollte, da er doch vorhin selbst auf den Schiffen angemerkt hat, dass unter uns große Tentakelwesen hausen. Oh, T, das war doch Leonardo, der es gesagt hat, oder? Nein, das war der Oh. Flottenadmiral. Achso, oh. Leonardo ist Na ein gut. Händler, der sich gerade Okay, dann. einen Kamm herausholt und durch die ja, rot gelockten Haare fährt. Ja gut, dann hätte ich gesagt, da uns vorhin gesagt wurde, dass hier solche großen Viecher unter uns sind. Ja, einfach daraus wird Wartenberg relativ schnell nach oben führen. Einmal dann auch wieder an die, in Anführungszeichen, frische Luft. Puh, ich würde ja sagen, man gewöhnt sich an den Geruch, aber
Das stimmt nicht und das möchte man eigentlich auch gar nicht. Das ganze Meer stinkt nach Pest. Hier oben ist etwas besser. Diese Archen, sie können andere Schiffe verschlingen und in sich aufnehmen. Wir selbst sind Zeuge geworden, wie ein Schiff geentert wurde von Dienern der Herzogin der Tiefe und quasi zurückgelassen wurde, um gefressen zu werden. Und dann werden diese Eichen vermutlich größer und gefährlicher. Stellt sich an die Reling und krallt sich so ein bisschen mit seinen schwieligen Fäusten in die Reling hinein. Ich habe dieses Schiff schon einmal gesehen. Vor einem Jahr. War es damals, als du zu den Brüdern gekommen bist? Da war ich schon bei den Brüdern. Wir waren damals in Nersand. Und wir wollten gerade auslaufen. Am Ner vorbei. Da kam dieses Wesen auf uns zugekrochen über die Oberfläche durch den Nebel. Und dann verschwand es im Ner, im Strudel. Wurde direkt von Efferts Wogen nach unten gerissen. Wir dachten, es wollte das Heiligtum angreifen. Wir dachten, dass Effert es zerquetscht mit seinen Strudeln, mit seiner Urmacht. Aber es ist wohl wieder herausgekommen. Wer hat euch gesagt, dass es ein Strudel des Unstetigen war? Das ist allgemein bekannt. Dort unten befindet sich die Schätze, die Effert anvertraut werden. Ich frage, weil in der Nähe von Ulat und Tisal gibt es ein Heiligtum der Fürstin der Tiefen. Ebenfalls ein Unheiligtum. Ein Innensanktum, kein Sanktum. Ei, das ist mir bewusst, aber nicht jeder Strudel ist götterungefällig. Der bei Nersand, der ist gut. Das ist gut zu wissen. Die Priester dort sagen, dass dort unten ein heiliger Wächter, ein Alvaren Jahr des Effert ist, der dort wartet. Und die Dämonenarchen wollen ihn kämpfen und besiegen und er schlägt sie zurück. Hier, diese Spinne, sie hat diese Arche hat Beine. Er konnte sie vermutlich nicht sehen. Sie befinden sich derzeit unter der Wasseroberfläche. Sie ist eine der kleineren Archen. Vielleicht hat sie den Kampf gegen diesen Alveranier, wie gesagt, verloren und musste sich geschlagen zurückziehen. Würde auch erklären, warum sie andere Schiffe ist. Sie muss erst ihre alte Stärke zurückgewinnen. Nein, dann sollten wir das doch verhindern. Wie also besiegen wir es? Habt ihr ja schon herausgefunden. Ach, Bruder. Also zu den Archen. Sie sind weder Schiff noch eine dämonische Wesenheit. Sie sind irgendetwas dazwischen. Und sie diese Hörner sagen mir, dass es Dämonen sind. Dämonisch verseucht auf jeden Fall. Und sie werden befehligt von einem Kapitän, dem Archenkapitän. Dieser Archenkapitän befehligt den Steuerfrauen, Kreaturen, ihr erinnert euch an den Baum, der das Zentrum der Kapitänskajüte darstellt. Ei. Im obersten Stock sind hier an dieser Arche zwei Schwestern an diesen Baum gebunden. Sie sind mit dem Holz verschmolzen und nun, ich hoffe, sie werden eines Tages von ihrem Leid erlöst. Derzeit sind sie unterworfen worden, der Herzogin, und nun, der Kapitän befehligt ihnen und sie befehligen das Schiff. Eine Crew braucht es hier nicht einmal. Kann ich sie sehen? Wenn sie mit dem Holz erwachsen sind, dann gehören sie dem Schänder der Elemente an. Bringen wir sie um.